Mädel, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Wingelwongel. Dass ich das wieder erleben darf, es wird neues Met geliefert. Ja, wir schauen einen Dick-Doc-Stream, einen sogenannten Re-Stream beim Drachenlord-Archiv. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Ja, vom 10.01. Genau, ich habe es leider nicht mehr am selben Tag geschafft. Ihr wisst ja, wie es ist, Arbeitspulli ist sehr eng. Und ich muss sagen, ich bin sehr gespannt, was er erzählt. Ich habe es gestern nur geschafft, ganz kurz mal reinzuschauen. So, weiß nicht, 2-3 Minütchen nur. Und da hat er wieder irgendwie erzählt, dass das Unrecht ist, dass sein YouTube-Kanal ja down gemacht wurde und dass die Leute mal irgendwie, keine Ahnung, irgendwie diesen Chef bei YouTube Deutschland anschreiben sollen und sagen sollen, dass das unrechtmäßig ist, weil man kriegt ja auch alleine nichts hin, Rainer, nicht wahr? Gut, Freunde, wir gehen rein, schauen mal, was er so zu sagen hat. Ja, es kann gut sein, dass ich das Ganze in 2 Parts teile, weil der Stream doch recht lang ist. In meiner Reaction wird es dann über 1 Stunde gehen. Ja, und ich mag immer so ganz lange Videos nicht, deswegen teilen wir das Ganze wahrscheinlich in 2 Teile. Let's go! Im Podcast ist es so, dass wohl der Chef von YouTube Deutschland, also ihr müsst euch das vorstellen, der Chef von YouTube Deutschland, der Typ, der in Deutschland auf YouTube das Sagen hat, der Typ hat sich wohl, auch wenn ich das für einen Fake halte, aber da spricht vielleicht einfach nur die Erfahrung daraus. Jedenfalls ist es so, auch wenn ich das für einen Fake halte, ist es so. Es ist wirklich wunderschön. Rainer, jetzt 40 Minuten beim Schnaufen, Laufen und Erzählen zuhören zu dürfen. Es ist wirklich toll. Ja, ich sage euch, das ist so und so. Oh, das geht mir jetzt schon auf den Sack und macht mich ultra mit. Dass sich viele sagen, ja, das ist kein Fake, das ist wahr, bla. Keine Ahnung, ist mir auch egal, ob das wahr ist oder nicht. Es ist nämlich so. Zu dieser Dokumentation, Dankeschön für die Kette. Und hat wortwörtlich gesagt, dass ich meinen YouTube-Kanal nicht wiederbekomme, da der Verstoß, den ich begangen habe, so gravierend ist, und zwar, dass ich ein Video hochgeladen habe, obwohl ich einen einzigen Strike hatte, und das nicht auf meinem Hauptkanal, sondern auf dem Zweitkanal, der schon die ganze Zeit existiert hat, und das habe ich schon öfter mal die paar Jahre, die ich bekommen habe, ist in 99,99% der Fall gewesen, dass ich... Oh, ey, das ist so schwer, ihm zuzuhören. Ja, also erstmal... Krass, Rainer, hast du ja ganz früh mitbekommen, dass er das über dich gesagt hat. Das ist schon, weiß ich nicht, 2 Wochen alt oder so. Keine Ahnung, die Aussage. Auf jeden Fall erstmal das. Und ja, so wie er es gesagt hat, du hast halt gegen die Richtlinien verstoßen. Du hast halt deine Zeit, die du quasi eine Auszeit bekommen hast hier auf deinem Hauptkanal wegen etwaigen Verstößen, hast du halt in der zweiten Kanal gemacht, um diese Sperrung zu umgehen. Und wenn das gegen die Richtlinien verstößt und du dann halt quasi ja, einen Lifetime-Bann bekommst, dann kann man da auch nicht groß rumheulen, würde ich sagen. Die Strikes nach ein, zwei Wochen immer weg waren. Immer. Es gab nur einen Fall und das war meine eigene Schuld. Aber der Strike ist schon vor Jahren verfallen. Jedenfalls ist es so, dass alle Strikes, die ich bekommen habe, jede einzelne, alle verfallen sind, bis auf diesen einen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt einen Strike. Und jetzt passt auf, dieser Strike kam folgendermaßen zustande. Ich habe eine Videoreihe gehabt, Hashtag Lustlord. Verstößt nicht gegen die YouTube-AGBs. Es hat absolut keine Probleme mit YouTube-AGBs und so weiter. Ist alles vollkommen in Ordnung, legitim und alles in Ordnung gewesen. Dieses Video existierte seit, ich weiß nicht, 2, vielleicht 3 Jahren. Und jetzt kommt der Witz an der Sache. Es ist eine Videoreihe gewesen. Es waren also mehrere Videos. Ich habe einen Strike bekommen auf eines dieser Videos. Hab dann bis auf dieses eine Video alle Videos gelöscht, weil ich kann Strikes nur anfechten, wenn das Video nicht gelöscht ist. Merkt euch das. Und dann ist das Video quasi gelöscht gewesen, bis auf das eine. Und dann, jetzt passt auf, ich hatte ja gerade gesagt, ich habe die ganze Videoreihe bis auf ein Video gelöscht. So. Der Witz ist, als ich diese Videoreihe gelöscht habe, da war ein Video dabei, ein einziges. Da war ein Strike drauf. Aber dieser Strike
Den habe ich zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video gelöscht habe, noch nicht. Ich habe einen Strike auf ein Video bekommen, von dem ich überhaupt nicht wusste, dass ich einen Strike drauf habe. Habe das Video im Vorfeld gelöscht, von mir selbst gelöscht. Nicht, weil es rechtswidrig war. Das ist der Witz daran. Ich wollte nicht das Risiko eingehen, dass ich wieder mehrere Strikes habe und dann längere Zeit nicht streamen kann. Oder wie? Also deine Erklärung verstehe ich von vorne bis hinten nicht. Man könnte denken, das Video ist zurechtgecuttet, aber dadurch, dass man dauernd, dass dieser Livestream halt nicht, naja, ihr merkt es ja selber, flüssig läuft und dauernd hackt, versteht man halt einzelne Sachen von Rainer nicht. Also es ist wirklich ganz, ganz toll, Rainer, wirklich. In Kombination einfach mit deiner Erklärungsgabe und diesen Lags wirklich perfekt. Ich verstehe absolut, was du uns sagen willst. Videos machen kann. Das war der einzige Grund. Die Gemeinde im Skirchen, sehr eindrucksvoll. Video gelöscht, bevor ich den Strike bekommen habe. Von einem Video nicht angehen, wenn das Video im Vorfeld gelöscht wurde. Oder dass ich auf diesem Video einen Strike habe oder bekomme, wenn der Strike, ja, eben hatte. Obwohl es überhaupt kein Strike gewesen wäre. Wenn man es nämlich überprüft hätte, wäre das wieder fallen gelassen worden. So, dass ich einen Strike auf YouTube hatte. Ja, also für mich ganz komisches Durcheinandergeplärre und halt auch wieder viel Lüdelü dabei. Ja, gut. Aber wisst ihr, was ich wirklich lustig finde, jetzt unabhängig davon, was er da gerade erzählt hat? Ich finde diesen Gedankengang immer sehr, oder generell dieses Gedankenspiel lustig, als Außenstehender in der Nähe von Rainer zu sein und ihn streamen zu sehen. Ne? Stell dir mal vor, so ein dicker, unbeholfener Mann in Emskirchen mit seinem tollen 20-Euro-Headset läuft da durch die Gegend mit seinem Handy in der Hand und brüllt rum, dass er nicht derjenige ist. Finde ich jedes Mal sehr, sehr lustig, die Vorstellung. Wodurch ich wiederum meinen gesamten Kanal verloren habe. Und jetzt, wo ich versucht habe, mit YouTube darüber zu reden und mit YouTube das Ganze zu klären, ja, nö, wir löschen deinen Kanal jetzt und der bleibt gelöscht, weil du während eines Strikes auf deinem Zweitkanal ein Video gemacht hast oder einen Stream gemacht hast. Obwohl das komplett Schwachsinn ist. Das ist komplett. Nee, ist es nicht. Es ist doch nachweisbar richtig, dass du einen Zweitkanal hattest. Ich weiß gerade nicht mehr genau, welcher das war, ob das Drachen Games war oder, ach, keine Ahnung, Mann, welcher das war, oder dein Vlog-Kanal, ich weiß es gerade nicht mehr, aber auf irgendeinem Zweitkanal hast du dann weiter Videos gemacht oder gestreamt, während du auf deinem Halbkanal einen Strike hattest. Und das ist das Umgehen der YouTube-AGBs. Das ist doch, also, dann jetzt zu sagen, das war nicht so, das stimmt nicht, das ist ja halt wirklich wieder einfach Kleinkinderverhalten. Ich hoffe, by the way, er läuft sich die ganze Zeit rum, weil dieses Geschnaufe, Leute, dieses Geschnaufe ist schrecklich. Kompletter Banane und kompletter Schwachsinn und absolut dämliche Aktion. So. Und ich darf jetzt deswegen auf der Straße leben. Ja, hier, Rucksack auf dem Rücken, mein Laptop an der Seite. Es ist wirklich so eklig, ihm beim Reden sprechen zuzuhören. Die ganze Zeit. Sorry, aber das macht mich wirklich unglaublich mit. Und dann diese Bemerkung, ja, deswegen muss ich jetzt auf der Straße leben, bin zwar jeden Abend in irgendwelchen Hotels und viele sind ja auch der Meinung, er hat jetzt mittlerweile einen kleinen Unterschlupf. Ich, wie gesagt, habe darüber keine Information, ob das stimmt oder nicht. Aber wie gesagt, ich glaube keine Sekunde, dass Rainer auch nur einen Tag auf der Straße geschlafen hat. Und ich darf auf der Straße leben, weil diese Vollidioten da nicht begriffen haben, was Sache ist. Und ich darf mir da anhören, ja, du kriegst deinen Kanal nicht wieder. Ja, danke für das Hütchen. Du kriegst deinen Kanal nicht wieder, denn das war ein so starker, gravierender Verstoß, dass wir schon 100-mal dich gestrikt haben und es immer wieder löschen mussten, weil das falsche Strikes waren oder weil das irgendwelche Leute waren, die dein Video 100-mal gemeldet haben. Ja, wahrscheinlich auch oft nicht zu Unrecht, wenn ich an dein Lustlord-Format denke, ne? Was du da manchmal für Aussagen getroffen hast, ja, sag ich mal so, da war wahrscheinlich vieles auch meldenswert. Und dann jetzt wieder auf Kleinkinderverhalten zu machen und zu sagen, nee, das war aber alles unrechtmäßig oder ich hatte doch 1000 Strikes, die nicht rechtmäßig waren. Wenn ich dann einmal die YouTube-AGBs umgehe, ja mein Gott, jetzt habt euch mal nicht so. Also wirklich, so ein Kleinkinderverhalten von ihm. Davon wurde nichts gesagt. Oder auch die Tatsache, dass es Millionen von Videos auf YouTube gibt, die meine, oder YouTuber gibt, die meine Videos klauen. Auch davon wurde nichts angesprochen. Oder auch da, das ist absolut uninteressant gewesen. Ist es eben nicht. Restreamer, reine Restreamer,
die wurden von YouTube gebannt. Scheint der Rainer ja nicht mitbekommen zu haben. Vielleicht lügt er da auch, das kann natürlich auch sein. Aber viele der reinen Restreamer wurden gebannt. Und auch ein paar Creator oder Reactor, so wie solche Leute wie ich, die ein bisschen größer waren, wurden gebannt. Das stimmt überhaupt nicht, dass da nichts gemacht wird. Leute, die 1:1 deinen Content, Content natürlich in sehr großen Anführungszeichen, die deinen Content klauen, 1:1 hochladen, die werden natürlich auch geahndet. Aber Leute wie ich, die halt Reactions machen, die machen ja ihr eigenes Ding. Ja? Ich gucke mir da zwar dein Zeug an, mache aber dadurch, dass ich meine Kommentare abgebe, das Video noch ein bisschen anders gestalte und so weiter und so fort, ist es dann auch mein eigenes Werk. Und es hat dann nichts damit zu tun, dass man irgendwelchen Content von der klaut. Das stimmt überhaupt nicht. Aber das checkt der Rainer sowieso nicht. Zugegeben. Mittlerweile ist es natürlich so, dass diese Videos gelöscht wurden. Ne? Also diese Videos existieren inzwischen nicht mehr. Die sind von YouTube runtergenommen worden und die wurden entfernt. Und keine Ahnung, vermutlich auch, also ich gehe davon aus, dass es mit dieser Dokumentation zusammen, oder ich sage immer Dokumentation, mit diesem Podcast zusammenhängt. Na gut, es war ja gewisserweise eine Dokumentation. Wie auch immer, auf jeden Fall dieser Podcast. Wegen diesem Podcast gehe ich davon aus, dass es alles gelöscht wurde. So. Aber trotzdem ist Fakt, dass ich die Videos und die Streams, die ich gemacht habe und alles, was ich getan habe, völlig uninteressant ist. Dass ich mich seit Jahren gegen Mobbing wehre, uninteressant. Dass ich seit Jahren gegen Hunderte und Tausende von Hatern ankämpfen muss, uninteressant. Dass Tausende und Abertausende von YouTube-Hatern meine Kommentare kaputt machen, meine Videos klauen und so weiter und so fort, uninteressant. Das ist absolut uninteressant, dass seit Jahren die YouTube-AGBs ignoriert werden und ich, obwohl ich tausendmal und abertausendmal irgendwelche Hater wie den Hank Loser, den Regenbogenschaf von früher, den Red TV und wie sie alle geheißen haben oder heißen, all diese Leute habe ich gemeldet, habe mich darüber beschwert, habe mich darüber aufgeregt, habe tausende Videos davon gemeldet, habe tausende Kommentare gelöscht, ich habe sogar, glaube ich, noch irgendwo ein oder zwei Tabellen rumfliegen. Das sind zwei oder drei verschiedene Tabellen aus verschiedenen Jahren, wo ich so und so viele Videos gelöscht habe. Und pro Tabelle sind es ungefähr zwischen 20 und 100 Videos. Ja, das ist alles sehr, sehr schön und wahrscheinlich sehr viel Lü-Lü-Lü. Aber Rainer, was juckt das? Was juckt das? Das tut doch gar nichts zur Sache. Du hast gegen die AGBs verstoßen, da kannst du die ganze Welt gegen dich haben, das ist vollkommen egal. Und das dann wieder auf Mobbing zu schieben und jetzt zu sagen, oh, ich kämpfe gegen Mobbing, wieso etc. wird mein Kanal weggestrikt, ist halt wirklich einfach nur dumm. Ist wirklich einfach nur blöd, dann so zu argumentieren. Übrigens, wisst ihr, was ein kleiner Traum für mich wäre? Dass Rainer eines Tages sagt, solche Hater-Kanäle wie, was weiß ich, Hank Loose, Wingelwongel. Junge, wenn Rainer eines Tages meinen Kanalnamen im Mund nimmt, das wäre so geil. Das wäre so geil. Aber er kennt mich auf jeden Fall. Wie gesagt, er hatte damals auch Videos von mir striken lassen. Deswegen kennt tut er meinen Namen auf jeden Fall. Das ist eine kleine Ehre für mich, ja. Und das Pro-Tabelle. Und das sind aber bei weitem nicht alle Videos, die ich hätte melden können oder alle Videos, die ich gemeldet habe. Das ist nur ein kleiner Bruchteil davon. So, und jetzt hier an dieser Stelle. Tut mir den Gefallen und macht einen Snitch davon oder irgendwas. Macht einen Snitch davon oder irgendwas oder wie das bei TikTok heißt, keine Ahnung. Und leitet das mal irgendwie an den Chef von YouTube Deutschland weiter, wenn das wirklich der Chef von YouTube Deutschland war. Ich zweifle. Ja, genau die Stelle habe ich im Livestream kurz gesehen. Also ich weiß nicht, ob das auf YouTube, ob das auf TikTok Snitch heißt. Das finde ich erstmal sehr lustig, wenn das so ist. Und lustigerweise kann ich gerade mal noch was sagen, nämlich habe ich gerade auf meinem Handy eine Benachrichtigung bekommen von Chanzenwatch Podcast, die haben geschrieben, von wegen, ich fahre jetzt mit dem Zug irgendwo hin, Rainer sitzt im Back, Bild ist von 16.54 Uhr. Ja, das ist natürlich auch sehr, sehr nett. Also man konnte schon nachweislich, erbringen oder man konnte schon nachweisen, dass er eben nicht irgendwo draußen ist, dass er nicht irgendwo sinnlos hinfährt von A nach B und nicht weiß, wo er hin soll, sondern er geht jetzt ins Back, chillt da ein bisschen rum und dann abends geht es irgendwo wieder ins nächste Hotel oder in irgendeinen Unterschlupf. Ja, aber natürlich der Obdachlosen dort, ja. Immer noch daran, dass ich meinen YouTube-Kanal wiederkriege, weil Fakt ist, dass ich einen Strike bekommen habe, der unter Garantie gelöscht worden wäre.
ja, wenn ich eine Gegendarstellung hätte einreichen können. So wie es bei eigentlich bis auf eine Ausnahme von hunderten Videos, von hunderten Strikes, die ich bekommen habe im Laufe der letzten 9 Jahre oder letzten 10, 12 Jahre. In jedem Video wurde ich gelöscht. Jetzt geht hier die Glocke los. In jedem Video wurden die Edzard La Glocke ist auch ein Hater. Strikes gelöscht. Also jeder Strike, den ich hatte, wurde gelöscht. Und jetzt ist es so, dass ich ein, zwei Videos Nee, jetzt läuft der wieder rum. Ach, bleib doch mal sitzen, Rainer. gemacht habe, als ich diesen Strike hatte auf meinem Zweitkanal, und ich konnte nichts gegen diesen Strike unternehmen. Warum? Weil es letzten Endes völlig Banane ist. Ja? Die YouTube-AGBs sind unter anderem dafür, um die User zu schützen, um ihr Copyright zu schützen. Vielen Dank für die. Was ist das, eine Galaxie? Dankeschön. Ja. Die YouTube-AGBs sind nicht unter anderem dafür, nicht zuletzt dafür zuständig, andere Leute oder die User oder die Leute für, also den Content der User zu schützen. Darf Wie man sich so um Kopf und Kragen reden kann. Rainer, dein Kanal ist gelöscht worden und das rechtmäßig. Hör einfach auf damit und akzeptier's. Dafür sind die YouTube-AGBs unter anderem da. Ja? Wurde bei mir 10 Jahre lang ignoriert. Es gab mal zwei, drei Videos, die gelöscht wurden, sind dann aber wieder neu hochgeladen worden, sodass man da wirklich einen Kampf gegen Windmühlen hatte. Und das Ganze ging 10 Jahre oder sogar 12 Jahre. Und was ist jetzt letzten Endes der Fall? Ich stehe da, obwohl ich eigentlich eine Riesenmarke aufgebaut habe, obwohl ich etwas gemacht habe. Eine Riesenmarke. Ja, natürlich, Rainer. Rang und Namen hat dieser Mann, ne? Deswegen kann er auch für 5 Stunden 1500 Euro verlangen, Herr Zettler. Der ist natürlich, klar. Hä? Also bitte. Rang und Namen. Dieser Mann hat sich halt wirklich auch eine Marke aufgebaut. Eine Code Midas Marke hast du dir aufgebaut, Rainer. Etwas geleistet habe gegen Mobbing und immer noch versuche. Ja, wo ist da die Gerechtigkeit? Ja, wo ist da die Gerechtigkeit? Wo ist da die Existenz und das Leben? Ich raff's nämlich nicht. Das nächste und witzig an der Sache ist, dass ich letzten Endes eigentlich all das nie wollte. Ja, ich war ein Spinner, der Videos gemacht hat. Klar, irgendwann habe ich gemerkt, hey, Rainer, du Es ist so maximal ekelhaft, Mann. Boah, bin ich grad mit. kannst eventuell davon leben. Du kannst damit Kohle machen, du kannst damit was reißen. Und dann habe ich das halt auch versucht umzusetzen. So. Nee, Rainer, das war anders. Du hast gesehen, Jetzettler, ich kann damit 1000 Euro verdienen. Alter, da muss ich nicht mehr 40 Stunden arbeiten gehen. Ja, so war das, Rainer, nicht anders. Das ist ja auch vollkommen legitim und in Ordnung. Absolut okay, ja. Aber juckt halt keine Sau. Ich habe mir für meinen Kanal und für meine Videos und meine Streams und auch generell für all das habe ich mir die letzten 10 Jahre den Arsch aufgerissen. Auch wenn es nicht so ausgesehen hat. Nee, absolut nicht, wollte ich nämlich gerade sagen. Wo hast du dir denn bitte den Arsch aufgerissen? Absoluter Quatsch. Du hast dir damals, das habe ich auch schon bei den Reactions vom Einzigen zur Geschichte des Drachenlord öfter mal erwähnt, du hast dir damals für deine Verhältnisse, um es mit deinen Worten zu sagen, den Arsch aufgerissen, jetzt etwa. Mit 4 Drachen und der Mette, mit Kotz und der Jod meinetwegen auch noch und so. Ja, da hast du dir. Ich sag's immer wieder. Du hast dir in deinen Verhältnissen, in deinen Maße hast du dir Mühe gegeben, ja? Und das war auch schön. War doch gemerkt, jo, die Leute hatten da halbwegs Bock drauf, alles cool, ja? Aber Rainer, wo hast du dir in deinen Streams oder in deinen tollen Erklärbär-Videos, wie du eine Fernbedienung oder einen Rückenkratzer oder so findest, wo hast du dir der Mühe gegeben? Also wirklich dieses Wort Mühe mit dir in Verbindung zu bringen, ist auch einfach wirklich gottlos. Ich musste gegen Hass, Abneigung, Verzweiflung und noch tausende und abertausende andere negative Zustände ankämpfen. Aber er steht noch, der Ritter in glänzender Rüstung. Rainer, du bist und bleibst mein Held. Brandenburger Haus oder doch, stimmt schon, Brandenburger Haus.
Genau, zeig den Leuten nochmal, wo du bist. Perfekt, Rainer. Ja. Das ist einfach mal komplett YOLO. Lost. Interessiert keinen. Hat er gerade YOLO gesagt? YOLO. Einfach mal wieder 16 sein. Let's go. Ach Mann, ey. Ah, es ist so eklig, wie er sich die ganze Zeit wieder schön in die Opferrolle drängt. Aber ich muss auch sagen, ich bin froh, dass es wieder neues Met gibt. Und ich denke mal, viele von euch da draußen auch. Ich hoffe, der Mann streamt mal wieder ein bisschen öfter. Aber vielleicht setzt er sich auch mal einfach auf eine Bank, damit ich nicht, ja, ultra Met werde beim Zuhören. Wisst ihr, was das Geilste an der Aktion ist? Eigentlich bin ich hier in Miskuchen gar nicht mehr gern gesehen. Und der Grün. Nein, wirklich, Rainer. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Geh da mal zu den alten Nachbarn. Die haben bestimmt auch richtig Bock auf dich in Schauerberg. Das wäre doch mal echt geil. Was der Witz daran ist, meine Familie, oder besser gesagt meine Vorfahren, ja, die sind maßgeblich in der Miskirche früher beteiligt gewesen. Und das war. Ja, umso trauriger, wenn man auf dich heute guckt und merkt, was du für einer bist, Rainer. Ist kein Schwein mehr, oder? Es glaubt keiner. Die Familie meiner Mutter hieß Rümmler, so. Und hier in Emskirchen haben wir ein Haus, an dem laufe ich gleich vorbei. Das ist das sogenannte Freilandmuseum. Heimatmuseum. Heimatmuseum, so. Und das Heimatmuseum ist das Haus meiner Urgroßeltern. Und meine Urgroßeltern waren in Emskirchen früher als die Mama und der Papa bekannt. Das ist alles sehr toll. Und jetzt mal, wir tun mal kurz so, als ob du das nicht erlogen wäre, okay? Man weiß es nicht, vielleicht stimmt es sogar, keine Ahnung, aber Rainer kann man halt nichts glauben. So, dieselbe Geschichte hat er auch schon damals in seinen Podcasts erzählt mit, ja, ich erzähle euch meine Lebensgeschichte. Und da hat er das Thema auch angesprochen. Übrigens, Rainer, wann machst du eigentlich einen tollen Podcast und so weiter? Ja, egal. Auf jeden Fall hat er das damals auch schon angesprochen. Und ich weiß nicht, ob man ihm das, wie gesagt, glauben kann. Aber wenn es so ist, ja, wir nehmen jetzt mal an, es ist die Wahrheit. Wenn es so ist, umso trauriger, wie du diese, ja, ich sag mal, wirklich dann einflussreiche Familie oder diesen einflussreichen Namen oder ich sag mal, diesen gern gesehenen Namen, ja, runtergewirtschaftet hast. Ne? Das ist ja dann noch umso trauriger. Also sprich, es waren zwei Personen, die ganz Emskirchen kannte. Man muss dazu sagen, Emskirchen ist heutzutage deutlich größer. Aber ja, auch das ist so eine Sache. Wisst ihr? Das sind so Sachen, die hält immer so, wir wissen alles von dir. Ja, wusstet ihr, dass meine Wurzeln schon immer in einem Skirchen lagen und vor allem. Ja, weil du das in dem Podcast erzählt hast. Wie gesagt, man weiß sowieso nicht, ob es wahr ist. Meine Großeltern und meine Familie, zumindest mütterlicherseits, maßgeblich daran beteiligt war, im Skirchen aufzubauen und in einem Skirchen was zu leisten. Nö. Eine andere Sache, die übrigens nie angesprochen wird, was ich aber sehr interessant finde, ist die folgende. Hier ist übrigens das Heimatmuseum. Weißt du, was ich sehr interessant finde und was auch mal wieder öfter angesprochen werden sollte? Ihr seht ja, er trägt immer noch diese graue Jacke, Pullover, was auch immer. Wie viele Wochen? Ungelogen. Wie viele Wochen trägt er das Ding jetzt? Er hat das in der Ranger-Staffel schon dauernd getragen. Ihr müsst euch das mal überlegen. Du kannst mir nicht erzählen, dass Rainer das Ding irgendwie groß wäscht. Wirklich. Ich stelle mir das so eklig vor, neben ihm rumzustehen, weil dieses Ding alleine schon so mocken muss. Ekelhaft. So. Eine andere Sache, die ich bedeutend und interessant finde, ist die folgende. Ey, ich bin so angewidert. In einem Skirchen Scheiße gebaut haben. Und viel Sachschaden und alles entstanden ist im Laufe der Jahre.
Ja? Es ist vollkommen okay, es ist auch verständlich, dass das die Leute ärgert. Ja, es würde mich auch ärgern, hat mich auch geärgert, als ich hier noch gelebt habe oder halt in Schauerberg drüben gelebt habe. Naja, also es ist jetzt nicht so, als ob du irgendwo anders leben würdest. Ja, jeder dachte, also ich zumindest dachte tatsächlich damals, als du deine, ja, dein Haus und danach auch noch deine Karre abgegeben hast, dass du jetzt einfach in den ersten Zug steigst und irgendwo weit weg fährst. Einfach so als Neuanfang. Habe ich wirklich gedacht, dass du, was weiß ich, nach, keine Ahnung, nach Köln, nach Leipzig oder was weiß ich, irgendeine große Großstadt, kein Plan, dass du dahin fährst, um ja neu anzufangen, kein Plan. Aber Rainer hat mich nicht enttäuscht. Mit seiner absoluten Unfähigkeit hat er wieder bewiesen, ich kann nur in meinem kleinen Lebensraum überhaupt überleben. Und deswegen, ich würde niemals sagen, dass du jemals aus Altschauerberg oder, na gut, also aus Altschauerberg schon, okay, aber du bist doch nie aus Emskirchen wirklich rausgekommen oder weg gewesen. Kannst du ja keinem erzählen. Also du lebst schon auf die ein oder andere Weise immer noch da. Aber die Sache ist die, dadurch, dass so viele Leute hierher gekommen sind, ich würde zu gerne, kein Scheiß, ich würde zu gerne eine Statistik sehen. Läden haben ja immer Statistiken, ja? Zum Beispiel die Rewe oder der Netto oder andere Läden. Ich hasse das. Jetzt will er sagen, ich nehme es einfach vorweg, er wird jetzt sagen, aber ich habe ja auch den Tourismus angekurbelt oder die Läden haben von mir profitiert, weil ganz viele Leute da einkaufen waren und so, Rainer. Das ist ganz, ganz toll. Ein super Argument, wirklich. Du bist einfach der Retter von Emskirchen. Super, Rainer. Wir haben alle Statistiken. Und mich persönlich würde interessieren, wie hoch im Vergleich die Einnahmen der letzten 10 Jahre sind im Vergleich zu den 10 Jahren davor. Weil ich persönlich kann mir gut vorstellen, dass man im Laufe der 10 Jahre eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den Jahrzehnten davor hat. Warum die dir keine Gewinne abgeben, frage ich mich, Rainer. Das ist doch auch wieder Etzertler eigentlich Mobbing. Von den Einnahmen. Gut, natürlich muss man Folgendes bedenken. Wachstum der Ortschaft, danke für den Hut. Wachstum der Ortschaft, ne? Und auch die Tatsache, dass man... Man muss viel bedenken. Man muss die Ortschaft bedenken, man muss die... Ja, das ist das Problem. Viel bedenken, das wird für dich wieder schwierig. Also ganz ehrlich, wohin driftet er denn jetzt schon wieder? Das verstehe ich nicht ganz. Rainer, hast du dir ein Thema ausgesucht, über das du reden möchtest, oder springst du jetzt einfach wieder von A nach B? Man muss das Leben bedenken, man muss das Wachstum, das potenzielle Wachstum der Stadt bedenken oder des Dorfs bedenken. Aber man muss auch bedenken, dass es Hunderte von und Tausende von Menschen aus ganz Deutschland und teilweise sogar Österreich und Schweiz hierher gezogen hat. Und all diese Menschen haben hier, ich weiß gar nicht, wie viel 100 Euro gelassen. Ja? Weil die ständig, die waren hier essen, dann waren sie da übernachtet, dann haben sie da übernachtet. Dann haben sie da drüben eingekauft, dann haben sie da vorne eingekauft, dann haben sie da vorne eingekauft. Oh, ich bin voll der Poser, Mann. All das und noch viel, viel mehr. Und diese Sachen hätten gar nicht existiert, diese Einnahmen wären nie generiert worden. Natürlich ist letzten Endes so die Sache, man muss natürlich auch das wieder gegen die Rechnungen abwägen. Ne? Also, sprich, wie viel haben die eingenommen und wie viel wurde von den Einnahmen wieder, wie viel muss man wieder abziehen für zum Beispiel Säuberungskosten von Stadt. Ey Rainer, es juckt keine Sau. Kannst du jetzt einfach mal über irgendwas Relevantes reden? Wirklich, das ist ja so ein Quatsch, was er da wieder erzählt. Basen von Wänden, von was auch immer die wieder kaputt gemacht haben. Wobei das ja bis heute nicht repariert und gesäubert ist und alles. Und es ist halt wirklich lächerlich letzten Endes, was da alles so passiert und alles so gemacht wird. Ne? Weil am Ende ist es ja so, dass die ganzen Herrschaften da einfach nicht aufhören. Ja? Ich meine, ich lebe auf der Straße. Ich habe nichts mehr zu tun. Ich kann nichts mehr machen. Ich kann nichts mehr unternehmen. Und mir geht inzwischen auch die Kohle aus. Ich muss es nochmal betonen, ich habe kein Geld mehr. Also mich. Das merkt man gar nicht, Rainer. Mit deinem tollen Escort-Service, das wundert mich doch sehr. Ich dachte, du hast noch ganz viel Geld übrig. Ach Gott, ey. Ich freue mich natürlich, wenn ihr mich jetzt alle unterstützt. Und
Passt auf, ich habe vor kurzem, ne, das will ich jetzt hier nicht genau ansprechen. Ah, das ruckelt immer ein bisschen, ne, wenn ich diese Dinger kriege. Vielen Dank. Oh. Hey, ich habe schon Schnauzer, ja. Meiner ist viel schöner. Ja, wieder der Battlelot am Start. Ja, deswegen, es hilft mir schon, wenn er mich hier auch unterstützt. Ja, ich glaube auch wirklich, Rainer hat natürlich jetzt gemerkt, dass sein Escort nicht funktioniert und das kann ich mal dazu sagen. Der ist mittlerweile auch wieder offline, das ganze Zeug. Ich denke mal, Rainer wird dann gedacht haben: Scheiße, jetzt habe ich wieder keine Kohlen und das mit dem Escort funktioniert mysteriöserweise auch nicht. Wer hätte das gedacht? Ja, mache ich wieder Streams. Und deswegen, ich denke, nächste Zeit werden wieder viele Streams kommen. Ich habe das ja früher schon predicted und ich muss auch ehrlich sagen, ich dachte eher, also hätte ich wetten müssen, hätte ich gesagt, vor einem Monat hätte er schon angefangen mit Livestreams und ich habe mich schon gewundert, oha, da kommt ja gar nichts mehr so wirklich, aber da ist der Rainer wieder zurück. Und ja, wie immer, sehr predictable, dass er natürlich aus dem Internet nicht verschwindet. Es ist so. Ich habe Dankeschön. Jetzt haut ihr aber voll raus. Dankeschön. Also passt auf, es ist folgendermaßen. Ich habe keine Kohle mehr. Ich bin blank. Bin ich. Ich habe jetzt noch für eine Nacht Hotel. Kann ich mir noch leisten. Gerade so. Und dann. Ah, ich dachte, du schläfst auf der Straße schon, Rainer. Das ist ja komisch. Also, naja, es ist halt wirklich eine eklige Taktik, jetzt zu sagen, ich habe keine Kohle, haut mal raus. Und leider sind viele Leute so verblendet und geben ihm immer noch genug Geld. Es ist so, so traurig. War's das? Dann bin ich blank, dann bin ich am Arsch, dann bin ich, ja, dann bin ich gejolot. Dann bin ich gejolot, dann habe ich nichts mehr. Sag mal, ist er heute wieder wirklich 16 oder was ist los? YOLO Swag, Digga. Und das auch, weil ich letzten Endes keine Videos mehr machen kann. Das Geilste ist, das Landratsamt Neustadt, das habe ich vor einiger Zeit schon mal angesprochen, letztes Jahr. Das Landratsamt Neustadt, die Gemeinde Emskirchen, die Gemeinde Neustadt, alle weigern sich, mich irgendwo unter. Ich meine, es gab hier und da Lösungen, ne? Man muss dazu sagen, es gab hier und da Lösungen. Das Landratsamt Neustadt hat mich zum Beispiel hier und da mal untergebracht gehabt. Aber es ist halt nie was Dauerhaftes gewesen. Es war immer mal für eine Woche da, mal für 2 Wochen da und dann war mal wieder 6 Wochen gar nichts. So. Das Jobcenter veröffentlicht irgendwelche, oder ein Mitarbeiter vom Jobcenter veröffentlicht irgendwelche Daten und dann weigern sie sich mir zu helfen, weil ich 1000 Euro oder 2000 Euro im Monat ausgeben musste, um mich irgendwo über Wasser zu halten, mir eine Wohnung zu holen, mir ein Leben zu holen, mein Leben zu leben. Ja, Rainer, aber wenn du Geld hast, warum sollte das Jobcenter dann Geld geben? Und zu der Thematik, ja, die haben Sachen über mich veröffentlicht. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass derjenige, der das veröffentlicht hat, erwischt wurde. Aber Rainer, wenn du einen Vertrag vorzeigst, ja, der überhaupt nicht gefragt wurde, einfach nur sagst, ja, hier, ich habe einen Vertrag mit Thursday Company, kriege 20.000 Ocken oder so, guck dir das mal an. Ist das so okay? Dann bist du auch irgendwo ein bisschen selber schuld. Natürlich kannst du nichts dafür, wenn dann irgend so ein ja, Mitarbeiter das öffentlich macht, aber ich denke mal, der wird auch seine Abmahnung oder seine Kündigung dann bekommen haben, Rainer. Danke fürs Gespräch. Die Sache mit YouTube geht mir überhaupt. Ich habe alles getan, um meinen YouTube-Kanal zu behalten. Das gleiche gilt für meinen Führerschein. Ich habe alles getan, um das zu behalten. Und Nee, das kann er nicht wirklich behaupten, oder? Du hast alles getan, um deinen Führerschein zu behalten, Rainer? Hast du vielleicht auch dran gedacht, die MPU mal zu machen? Also versteht mich nicht falsch, nicht, dass er die bestanden hätte, ne? Jetzt versteht mich nicht falsch, ne? Dass ich jetzt denke, dass er die bestanden hätte. Aber er hat es ja nicht mal gemacht. Er redet sich immer damit raus, dass er angeblich einen Deal hatte, dass das nach dem Gerichtsverfahren noch, dass er die dann machen kann. Und dann hieß es, er musste sofort machen und er hat oder hat sie nicht gemacht, jetzt ist der Führerschein weg. Ja, das ist immer seine Ausrede. Aber ich glaube, dass dieses Gespräch nie stattgefunden hat. Ich glaube, Rainer hat einfach gedacht, ja, ist jetzt erstmal egal, nach der Gerichtsverhandlung mache ich das schon. Ja, und dann sagt er jetzt, er hätte alles getan, um seinen Führerschein zu behalten. Ah, ist das ein ekliger Typ. dann verliere ich es, weil eine Regel gebrochen wurde, die noch nicht mal wirklich gebrochen wurde, weil dieser Strike, den jetzt könnte man sich natürlich darauf herausreden und sagen, ja, aber du hattest ihn zu dem Zeitpunkt und zu dem Zeitpunkt, wo du ihn hattest, musstest du dich auch daran halten. Das habe ich 10 Jahre lang getan
Und jedes Mal wurde der Strike wieder verfallen. Und ich habe auch zwischendurch schon mal ein Video auf einem anderen Kanal hochgeladen, wo ich einen Strike hatte. Und da hat niemals jemand was gesagt. Nie. Ach, krass, okay. Also, weil du eine Bank ausraubst und nicht erwischt wurdest, ist es okay, wenn du das zweite Mal machst, aber dann erwischt wirst. Ja, gut, Rainer, stimmt. Das ist natürlich eine gute Logik. Ja, nee, klar. Klar, nur weil ich mal was gemacht habe und dabei nicht erwischt wurde, ist es doch vollkommen okay, wenn ich das mache und dabei erwischt werde. Hä? Also wirklich, YouTube, jetzt schaltet doch mal diesen sympathischen jungen Mann wieder frei. Was ist denn da los? YouTube auch einfach ein Hater. Ja. Dass sich da jemand drüber aufgeregt hat, das gab es nicht. Puh. Wisst ihr, ich frage mich immer, ne? Warum Gesetze für alle gelten, bloß für mich irgendwie immer durchgesetzt werden. Wirklich so ein Quatsch. Das macht mich so unglaublich mad, wie man so viel Müll labern kann. Ja, für alle gelten die Gesetze, aber Rainer, der arme Rainer, der wird immer alleine gelassen. Wirklich so ekelhaft, wie man sich so in die Opferrolle stellen kann. Und es macht mich wirklich jedes Mal mad, wenn er dann noch Unterstützung bekommt von irgendwelchen verblendeten Leuten, die ihm seinen wirklich ekelhaften Lebensunterhalt noch finanzieren. Ich meine, wenn man das mal vom gesetzlichen Standpunkt ansieht, ich verstehe bis heute nicht, warum Tausende und Abertausende von Hatern über ein Jahrzehnt vor meiner Tür stehen konnten und vor meiner Tür randalieren konnten und Scheiße bauen konnten vor meiner Tür, ohne dass denen was passiert ist. Stimmt nicht. Es gab mehrere Polizeikontrollen, die dann auch Leute erwischt haben, Personalien aufgenommen haben und Platzverweise ausgesprochen haben. Es gab Leute, die angeklagt wurden. Es gab Leute, die verwarnt wurden. Also es ist nicht so, dass da nie irgendwas passiert ist. Natürlich waren viele Leute da, die nicht erwischt wurden. Aber Rainer, was hat das denn damit zu tun? Warum sind denn die ganzen Leute da? Denken wir doch mal so weit. Warum waren die da? Weil Schauerberg so ein schöner Ort ist? Oder weil du im Internet provokantes Zeug hochgeladen hast? Traut euch, kommt zu mir? Könnte es daran liegen? Könnte es daran liegen, dass man Posterverkäufe macht? Ja, mir fällt dazu nur ein Danke, Herr Müller. Wir machen mal weiter. Und dann fahre ich durchs Land und Leute gehen mir wieder auf den Sack, obwohl ich denen gar nichts tue. Ich habe nicht mehr Videos und Streams gemacht und trotzdem werde ich angegriffen. Es ist momentan einfach so, ich muss irgendwo schauen, dass ich mein Leben wieder auf die Reihe krieg. Richtig, Rainer, und wie macht man das? Wieder Stream. Nein, such dir einen kleinen Job. Irgendwas Kleines. Sprich mit dem Landratsamt, vielleicht geben die dir irgendwie einen kleinen Job, so ein bisschen anonymmäßig, dass du halt nicht draußen irgendwie groß gesehen werden kannst oder so. So, krieg dein Leben in den Griff. Was machst du? Läufst durch Emskirchen, zeigst, wo du bist, provozierst weiter und machst Livestreams. Ja, Rainer, perfekt. 10 von 10, wirklich. Mein Leben ist auch nur deswegen aus den Fugen, weil die Hater mein Leben zerstört haben. Ja, ich bin jetzt keiner, der sich hinsetzt und rumholt, die Hater sind so böse. Doch, irgendwie schon. Ich habe auch Scheiße gemacht. Habe ich, definitiv, das will ich gar nicht abstreiten. Ich habe falsch reagiert in vielen Situationen. Wartet, jetzt kommt gleich bestimmt... Aber die Hater. Auch wenn man sagen muss, dass ich in vielen Situationen verständlich reagiert habe. Nicht in allen, aber in vielen. Ich meine, wenn Leute zu mir aufs Grundstück kommen und mich angreifen, mein Privatleben angreifen, meine Existenz und den restlichen, den Reststück an Freiheit, ja, die restliche Freiheit, die ich besitze, noch komplett angreifen und meine komplette Freiheit, mein letztes Stückchen Freiheit mit meinem Grundstück damals noch komplett ignorieren. Sorry, aber ich kenne Leute, die hätten die dafür um die Ecke gebracht. Ja, das ist schön, dass du Leute kennst, Rainer, deswegen darfst du das aber nicht. Übrigens, natürlich, der Schweizer Taschenkumpel darf auch nicht fehlen. Ohne jetzt irgendjemanden auf dumme Ideen zu bringen. Es gibt auch sehr viele, die zu mir gesagt haben, dass sie Leute um die Ecke bringen würden, wenn die sowas mit denen gemacht hätten, was mit mir. Ach krass, na, dann hast du doch eigentlich das Recht, das zu machen, Rainer. Sehr gut, dann mach das doch. Wirklich so ein Kleinkind im Kopf, das merkt man halt auch wieder bei diesen Aussagen perfekt. Abgezogen wurde. Deswegen, ich raff das nicht. Das ist für mich außerhalb der Norm, das ist außerhalb der Spur für mich. Du bist für mich auch außerhalb der Spur, aber absolut. Gut, Freunde, wir haben ungefähr die Hälfte des Streams erreicht.
Ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann das nächste Mal beim zweiten Part. Und wirklich, ich muss sagen, das Video enttäuscht mich absolut nicht. Es ist sehr, sehr utopisch. Ich bin mal wieder schön matt, meine Freunde. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Wingelwangel. Ciao, ciao.